Herzlich willkommen zu Kalles sonderbare Welt, Folge 4, heute der verlorene Ehering. Kalle ist schon ein merkwürdiger Trottel. Da sitzt er eines Morgens im Büro, in Gedanken streicht er wie gewöhnlich mit dem Daumen über den Ansatz des Ringfingers und erschrickt fürchterlich. Der Ehering ist weg. Und da Kalle diesen Ring nie abnimmt, auch nicht zum Händewaschen oder sonst irgendeiner Tätigkeit, ist er höchst beunruhigt. Der Ring kann also nur unmittelbar vorher vom Finger gefallen sein, was allerdings sehr unwahrscheinlich wäre, denn er saß sehr fest an Kalles Ringfinger. Kalle unternimmt nun alles, um den Ring wiederzufinden. Er krabbelt auf dem Boden, verrückt Möbel, geht sämtliche Gänge, die er an diesem Morgen gegangen war, noch einmal ab. Ja, er durchsucht selbst das Auto und den Weg dorthin. Mittlerweile hat Kalle auch alle Kollegen für die Suche mobilisiert. Aber es nützt alles nichts, der Ring lässt sich nicht finden. Natürlich haben alle gute Ratschläge oder überschütten Kalle mit Spott. Ja, es kommt sogar zum kleinen Streit, weil ein Kollege Kalle nicht glauben will, dass dieser nie seinen Ehering abnehmen würde. Das alles kann Kalle aber nicht treffen. Er verspürt nur einen großen Schmerz des Verlustes, denn der Ehering hat für Kalle einen hohen ideellen Wert. Immerhin trug er ihn schon über 50 Jahre. Mittags entschließt er sich, seine Frau anzurufen und den Verlust zu beichten. Wo er den wohl gelassen habe, wird Kalle spöttisch gefragt, worüber er sich natürlich empört. Nachdem aber die wahre Bestürzung Kalles von seiner Frau erkannt wird, gesteht diese ihm, den Ring im Ehebett gefunden zu haben. Den musste Kalle wohl im Traum vom Finger gezogen haben. Nun ist Kalle aber wiederum zutiefst bestürzt. Was gibt er noch von sich oder verrichtet unbewusst, wenn er schläft?